So, erstmal herzlich willkommen hier. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich persönlich freue mich auch hier sein zu können, weil Trier ist für mich immer so ein bisschen ein Heimspiel. Ich wohne halt in der Nähe und das ist dann immer so mit Heimat verbunden und Heimatbesuch. Deswegen finde ich Peinemoor in Trier immer ziemlich geil. Also wenn ich dann die Zeit finde, komme ich auf jeden Fall mal vorbei. Ja, gut, jetzt habe ich ein bisschen erzählt. Wer bin ich? Mein Name ist Mario Lukas, ich wohne in der Nähe von Aachen, habe in Aachen studiert und bin dann dort auch kleben geblieben, bin irgendwie passionierter Maker seit 2009/10, habe Informatik studiert, entwickle momentan Software für ein Marktforschungsunternehmen in Aachen und bin Autor von diversen Büchern. Ich habe Calliope-Buch mitgeschrieben und im O'Reilly Verlag damals ein Bastelbuch und schreibe gerade für die Leute, die sich vielleicht für 3D-Scanner interessieren, ein Buch über 3D-Scanner und 3D-Scanning für einen Einsteiger sozusagen. Wer da Fragen zu hat, kann dann auch gerne nachher noch draußen mit mir sprechen. Ja, Open Source Enthusiast, also alles, was ich mache, teile ich gerne mit anderen. Und ich liebe halt auch einfach Feedback zu bekommen von Leuten. Entschuldigung. Genau, das sind Support-Anfragen, die ich jetzt dann später beantworten. Ja, und außerdem bin ich erster Vorsitzender vom Freie Maker e.V. Das ist ein Maker-Verein, der in Aachen angesiedelt ist. Genau. Und wir machen da auch tolle Sachen. Es war in letzter Zeit ein bisschen weniger, aber ja. Gut, worum geht's heute? Es geht hier natürlich heute primär um Raspberry Pi. Dabei um mein Projekt oder um das Projekt, was ich halt seit Jahren jetzt betreibe, das ist der FabScan oder FabScan Pi. Das nutzt halt als Primärsystem unter der Haube einen Raspberry und so ein bisschen, also ich habe, das Projekt wurde vor 5 Jahren oder 6 Jahren ins Leben gerufen an der Uni in Aachen als Bachelorarbeit und war damals noch auf einer ganz anderen Plattform basiert. Das war eine Software, die auf einem normalen Rechner lief, unter, ganz ursprünglich unter macOS und war entwickelt in C++. Oder damals in Objective-C, wie man das da in der Mac-Welt kannte. Das gibt es ja heute, glaube ich, auch nicht mehr. Und das Problem bei dem Ding war einfach, ich fand es total geil, das Projekt. Habe sofort damit angefangen, das nachzubauen. Bin zum FabLab in Aachen, habe angefangen, mir die Teile zu lasern und habe schnell gemerkt, das hat mich total gefesselt irgendwo. Ne? Weil 3D-Drucker waren zu dem Zeitpunkt für mich schon Mainstream. Und dann habe ich gesagt, naja gut, musst du halt was mit 3D-Scannern machen. Drucker ist halt da stehen. Und dann habe ich halt angefangen. Und das Problem war, ich habe schnell festgestellt, viele andere Interessierte in meinem Bereich so oder in meiner Umgebung, die das Ding auch bauen wollten, beziehungsweise im Internet immer wieder Fragen bekommen, weil ich halt aktiv in dem Forum auch war. Und dann merkte ich auch, als ich dann anfing, die Software weiterzuentwickeln, dass das halt schwierig ist. Ne? Also es gab nach dieser Mac-Software gab es dann eine Software, die war dann in Qt und in C++ geschrieben, die dann auch auf Windows und auf Linux laufen sollte. Probleme waren dann aber immer die Hardware-Treiber für die Kamera, was damals noch eine Webcam war und ich weiß nicht was alles. Und das war halt eine Riesenhölle, das zu maintainen. Ja. Und die Idee war dann halt, wir müssen das Ding irgendwie so hinkriegen, dass das halt plattformunabhängig läuft und für jeden einfach zu bedienen ist. Hier ist nochmal so ein bisschen die Historie der Hardware aufgezeigt. Das ist 2011, als das Projekt, als FabScan 100 dann startete. Das war damals, als das nur für Mac gemacht war. 2013 sind wir dann auf den FabScan Cube gewechselt. Das Design war ein bisschen einfacher vom Gehäuse her. Es war halt weniger aufwendig, das herzustellen und zusammenzubauen. Hat aber denselben Nutzen wie das erste Gehäuse. Und da sind wir dann schon, da haben wir auch die erste Änderung in der Software gehabt. Aber da kommen wir gleich zu. Und heute ist das Design dieses FabScan Pi Design. Man sieht ganz deutlich, ich bin da zum geschlossenen Gehäuse gewechselt. Das hat halt mehrere Gründe, weil die Scanverfahren halt einfach im geschlossenen Raum besser funktionieren. Generell möchte ich heute aber weniger über die Scanverfahren an sich und die Mathematik dahinter sprechen. Wer da Interesse hat, soll gleich einfach zum Stand kommen und fragt halt einfach, wie es funktioniert, weil das wird jetzt den Rahmen des Vortrags sprengen. Es geht hier jetzt primär eher darum, wie habe ich das Projekt jetzt, weil ich es halt alleine als Hobby betreibe. Viele denken, ich mache das als beruflich, ist aber nicht so. Das ist alles ein Hobby nach der Arbeit und vor der Arbeit und in dem Urlaub und wann auch immer Zeit ist. Deswegen geht es eher darum, wie schaffe ich das Projekt halt zu betreiben oder wie kann ich die Community bei Laune halten. So, hier ist dann so ein bisschen nochmal der Softwarezweig aufgewiesen, habe ich eben schon ein bisschen erzählt. 2011 starteten wir mit einer proprietären Mac-Software, dann 2012 sind wir gewechselt zu einem C++ Qt-Fork. Da haben wir dann auch versucht, oder das war dann so der Punkt, wo ich auch richtig eingestiegen bin, wo ich angefangen habe, die Software selber zu maintainen in Form von Ubuntu-CD, weil ich dachte, wenn du das System einfrierst,
dann kann es jeder benutzen. Aber es war nicht so, es war sehr aufwendig, diese CD zu erzeugen damals noch und überhaupt, das war eine Sackgasse. Dann 2013 hat der damalige FabLab Master in Aachen in Processing, das sollte ja ein Begriff sein, das ist ähnlich wie Arduino für ein bisschen mehr, hat dann mit Processing quasi nochmal ganz schnell das Ding nachgebaut, damit das halt wenigstens auf allen Plattformen dann lief. Und dann war so der Zeitpunkt, wo ich das dann als Bachelorarbeit nochmal aufgegriffen hatte und gedacht habe, so pass auf, da müssen wir jetzt irgendwie komplett anders gehen. Und da war die Lösung Raspberry Pi webbasiert, so dass wir es halt wirklich für alle Leute gangbar machen mit einem gängigen Browser. Und das sieht man dann unten, das Bild, das, so sieht es heute aus. An Weihnachten wird sich das ganze Bild nochmal ändern, denke ich, weil ich jetzt an einem größeren Software-Release arbeite. So, schauen wir uns mal ein bisschen den Aufwand des Projekts an. Hier aufgeteilt in Hardware und Software. Man sieht ganz klar an der blauen und an der gelben Linie, dass der Aufwand der Hardware relativ irgendwann sich einpendelt gegen Null, weil man hat halt erstmal eine laufende Hardware nach ein paar Jahren. Man muss am Gehäuse nichts mehr verändern, vielleicht ganz kleine Sachen noch, sag mal so, dass vielleicht irgendwo eine Schraube fehlt oder versetzt werden muss. Und die Hardware zeige ich gleich, was das alles umfasst. Und im Gegensatz dazu steht die Software, die quasi exponentiell steigt. Also ich kriege halt ständig Feedback, das möchte ich noch haben, das könnte man noch reinholen, da müssen wir was verändern. Dann muss man natürlich auch mit dem Zahn der Zeit gehen und sagen, jetzt muss man jetzt, irgendeine Library muss gewechselt oder ausgetauscht werden, weil die halt veraltet ist. Die wird in der nächsten Debian-Version nicht mehr laufen oder sowas. Und so fängt man dann an und das nimmt halt kein Ende mehr. Und Feature-Requests sind natürlich auch immer wieder da. Deswegen will ich auch jetzt den Fokus mehr auf nochmal detailliert die Software anschauen. Hier sieht man, wie die Software aufgebaut ist oder was halt die Teile der Software ausmacht. Wir haben halt einmal den größten Teil, das ist halt das Backend. Das ist so ein kleiner Python-Server, der im Hintergrund läuft, der diese ganze Rechenarbeit übernimmt und quasi dieses ganze Bildverarbeitungszeug macht. Dann haben wir den zweitgrößten Teil, das ist halt JavaScript, das ist das Frontend, was halt im Browser dann sichtbar ist am Ende. Da passiert halt eine ganze Menge 3D-Darstellung und sowas alles. Da ist auch ziemlich viel Wechsel der Libraries, beziehungsweise jetzt ist Angular 7 raus, ich bin noch auf Angular 1 und wer sich da auskennt, weiß, dass von Angular 1 nach Angular 2 schon ein riesen Umstieg sein wird. Das steht alles noch an jetzt, wann weiß ich nicht. Aber im Frontend passiert halt momentan auch recht wenig, weil das meiste ist im Backend. Also das ist dann so Kalibrierung und so, das sind diese großen Themen, die da anstehen. Klar, 15% Betriebssystem, ich setze hier auf ein normales Raspbian, das kennt hier jeder, denke ich. Dort sind dann, also es ist wirklich ein plaines Raspbian, was ich bootstrappe aus den Originalsourcen und da packe ich dann so ein paar Pakete dazu, die aus meinem Repository kommen für den Prepscan. Und was da passiert ist, ich habe ein Build-Script, was mir das Raspbian baut, das Image, wo dann verschiedene Sachen gemacht werden. Da wird ein User angelegt, da werden Berechtigungen gesetzt für die GPIOs und so weiter und so fort. Wer da Interesse hat, kann sich die Repositories mal im Detail angucken. Das ist ein Bash-Script, relativ einfach zu verstehen. Ja, und dann sind 5% Sonstiges, das sind dann so Sachen, die im System noch laufen. Ich habe halt von der Gina Heuske damals überlegt, dieses NetConnect-D zu übernehmen. Das ist halt ein Stück Software, was halt zum Beispiel eine WLAN-Verbindung irgendwie sicherstellen kann und managen kann. Und die will ich halt einbinden. Das fällt dann bei mir so unter Sonstiges. Schauen wir uns mal die Elektronik im Aufbau an. Also das ist die ganze Elektronik, nicht so viel. Man hat hier rechts den Raspberry Pi. Der ganze notwendige Kram wie Netzteil, SD-Karte und so. Und in dem auf der linken Seite sehen wir hier das sogenannte FabScan Pi Head. Das ist ein Head für den Pi, was wir entwickelt haben, was im Prinzip einfach nur dem Benutzer das ein bisschen angenehmer macht, die Laser anzuschließen, die Motoren anzuschließen. Das ist im Prinzip ein Arduino auf einem Pi-Header, wenn man es so will. Ja, mit Motortreiber und sowas. Genau, also im Großen und Ganzen also nichts Komplexes. Da planen wir wohl auch jetzt eine neuere Version noch, die ein bisschen mehr kann und wo man ein bisschen was wegholen. Die war noch überbestückt, da haben wir gedacht, wir brauchen noch 3 Motoren, damit wir die Laser noch bewegen können und sowas. Das brauchen wir aber alles im Prinzip gar nicht und deswegen werden wir da sicher noch ein bisschen optimieren. Auch der 12 Volt auf 5 Volt Wandler, der da drauf ist, der muss da noch, das ist ein Bauteil, was da reingelötet werden muss, das wollen wir alles noch mit Onboard bringen, damit es halt auch mal günstiger wird und stabiler und halt auch die Pi 3B Plus dann unterstützt, weil der hat bekanntlich einen höheren Stromverbrauch als der 3 und mit 2 Ampere kommen wir da nicht weit. Unten sieht man noch so ein Ringlicht. Das ist halt im Prinzip nichts anderes als die WS2812 LEDs auf einer Platine angebracht, wo dann halt die Pi-Kamera drauf montiert werden kann. Das ist eigentlich auch für andere Projekte ganz cool zu nutzen. Das haben wir halt zum aktiven Beleuchten des Objekts einfach verwendet. Und RGB deswegen,
weil ich damals dachte, dass man durch verschiedene Licht- oder Farben Kontrast erzeugen kann, die dann halt dass diese Laser-Detection vereinfachen. Funktioniert bedingt oder sagen wir mal anders, ich habe da nicht mehr viel Forschung reingesteckt, um da jetzt weiterzukommen, weil andere Sachen halt einfach wichtiger waren. Gut, kommen wir zur Software. Das ist so, man könnte das schon so als Full-Stack definieren, weil, wir schauen uns das mal im Detail an, der Aufbau. Wir haben halt, habe ich eben schon erwähnt, unten ganz die Firmware vom FabScan Pi Hat. Das ist im Prinzip ein Arduino-Sketch, was da drauf geflasht wird, automatisch vom Server. Das heißt, man muss da nicht mehr aktiv werden und noch ein Arduino-IDE aufrufen, FTDI dranhängen und so. Es geht alles über den Pi-Serial-Output und beim Hochfahren des Servers checkt er, ist eine neue Firmware vorhanden oder nicht, und dann flasht er die automatisch, wenn man das möchte. Darüber ist das G-Code-Protokoll, liegt so ein bisschen darüber oder zwischen den beiden Schichten Backend-Server und Arduino. Also wir kommunizieren mit dem Head über ein G-Code-Protokoll, weil ich dachte, das ist relativ angenehm. Man kann es lesen. Das alte war irgendein Bytecode, wo man halt irgendwie erstmal überlegen musste, wie muss ich das jetzt umrechnen, damit ich weiß, was der jetzt machen soll. Die Anzahl der Schritte und so ist das G-Code doch wesentlich angenehmer. Backend-Server, habe ich schon gesagt, da kommen dann auch rechts die ganzen kleinen Icons zum Vorschein. Das sind so die, das ist so der Software-Stack, der dort eingesetzt wird auf der Seite, also HTML5, CSS3, WebGL, Angular, Python, OpenCV, um diesen ganzen Heavy-Load Bildverarbeitungskram zu machen. Ja, und C++ und Arduino ist halt klar dann. Der Backend-Server kommuniziert auf zwei Arten mit dem Frontend, also mit der JavaScript-Software, und zum einen haben wir halt eine ganz handelsübliche REST-API, da mache ich halt die größeren Sachen drüber. Das heißt, wenn ich jetzt einen Scan laden möchte im Backend, also einen Groß-Scan komplett mal irgendwann die nochmal anschauen möchte, dann mache ich einen HTTP-Request, der liefert mir das ganze Objekt zurück. Oder wenn ich zum Beispiel was löschen will, dann mache ich das auch darüber. Und auf der anderen Seite haben wir die WebSocket API, die ist dafür da, um Echtzeitdaten zu transferieren. Also das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt die 3D-Ansicht und ich möchte sehen, wenn der Scanner scannt, dass die einzelnen Punkte dann auch in Echtzeit ankommen. So steht dann halt ganz schön visuell auch das Objekt auf in dem View. Ne? Dafür ist das halt auch, um halt irgendwelche kritischen Benachrichtigungen sofort an Backend zu schicken, damit ich halt nicht irgendwie so einen Long-Poll-Prozess machen muss. Okay, schauen wir uns mal hierzu näher noch die Softwareaktivitäten an, die in den letzten Jahren so gelaufen sind. Ich habe jetzt hier nur einen Ausschnitt genommen. Da sieht man so ein bisschen, das sind so die GitHub Code Commits. Man sieht, es gibt viele Lücken, es gibt aber auch immer wieder Peaks. Jetzt würde ich mal eine Frage hier ins Publikum stellen, ob jemand eine Idee hat, was zum Beispiel im Januar 2016 passiert sein könnte, als da so ein Ausschlag stattfand. Keiner? Okay, dann löse ich das mal auf. Das waren halt eine ganze Menge schlaflose Nächte. Da ist meine erste Tochter geboren worden und da hatte ich halt irgendwie nachts ziemlich viel Zeit, um am Projekt zu arbeiten. Ja. Okay, schauen wir uns dazu mal vielleicht noch Januar 2018 an, also dieses Jahr. Da jemand eine Idee? Genau richtig. Da ist, ist das zweite Kind gekommen. Ne? Dann hat man so im Oktober 2017 so eine Phase da zwischen Oktober und Ende des Jahres, wo halt wenig gelaufen ist. Da bin ich umgezogen, habe mein Erdgeschoss umgebaut. Da ist halt wenig Aktivität in der Freizeit gewesen, wo ich hätte am Projekt arbeiten können. Und so kann man quasi schon fast meinen Tagesrhythmus erkennen oder ablesen an meinen GitHub-Commits. Ne? Also eigentlich meistens kann man festmachen, wo viel Aktivität ist, ist entweder Urlaub oder halt irgendwie ein Kind geboren, oder wo wenig Aktivität ist, ist, bin ich entweder irgendwas anderes am Machen oder am Umbauen oder so. Ja. Das hast du jetzt gesagt. Wir gucken uns das gleich im Frontend an. Hier sieht man ein ähnliches Verhalten, also die Peaks, die sind halt an denselben Stellen, ne? Wie man unschwer erkennen kann, oder beziehungsweise sieht man es hier nicht so gut an dem ganzen Chart. Ich bin halt momentan auch so ziemlich der Einzige, der da Commitments hat. Es gibt noch jemanden aus Düsseldorf, der macht eine super Arbeit in der Dokumentation, der hilft mir da unwahrscheinlich viel bei der Doku, was halt auch gut ist. Der bekommt auch als erstes immer die Vorabinformationen, wenn irgendwo was Neues gemacht wurde und so, damit der halt dann gleich auch die sich um diese Doku kümmern kann. Ja, Betriebssystem ähnlich, brauchen wir nicht mal drüber zu sprechen. Kommen wir mal zum interessanten Thema Support.
Ganz schwieriges Thema. Also am Anfang ist der Support mir über den Kopf gewachsen. Da habe ich dann, ich weiß nicht, wie viele Mails, hunderte Mails bekommen die Woche, wo dann irgendwas nicht funktioniert oder die Leute frustriert waren und so. Und dann muss man sich überlegen, wie kann ich den Support möglichst gering halten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, die beiden wichtigsten sind die oberen Punkte. Das heißt, eine gute FAQ ist absolut notwendig. Ne? Also Fehler, die halt mehrfach auffallen oder so. Da muss man halt wirklich dann alles abdecken und reinschreiben. Dokumentation, die andere Sache, alles, was man dokumentiert, weiß der User, wie er es machen muss, da kommen keine Fragen, auch gut. Dann Logging in der Software ist super wichtig, um Fehlerbeschreibungen zu bekommen. Also man hat immer den Fall so, ja, was macht denn ein Gerät? Ja, ich drücke auf den Knopf und nichts passiert und dann stehe ich da und muss halt in die Glaskugel gucken, das ist immer schwierig. Deswegen ist ein guter Log eigentlich immer sehr gut, um halt zu sehen, was passiert denn unter der Haube. Den lasse ich mir immer schicken. Irgendwann ist die Idee, dass der auch direkt über so einen Shortlink mir mitgeteilt werden kann, weil es ist jetzt noch die Hürde für den Anwender, dieses Log runterzuladen. Also ich muss dazu sagen, ich habe halt keine Pi-Profis, wie jetzt hier wahrscheinlich alle sitzen. Ich habe meistens, und das ist auch ein bisschen schade, sehr viele Anwender, die halt das System mit null Kenntnissen nutzen. Und das ist aber auch gut, weil das funktioniert recht gut. Ne? Also ist wahrscheinlich zu gut dokumentiert oder ich weiß es nicht. Klar, und dann Community, wir haben Slack. Ich bin jetzt dabei, ein Forum aufzubauen in den nächsten Wochen, Monaten, damit wir da halt ein bisschen offener werden, weil Slack ist halt auch mal so eine Hürde mit der Anmeldung. Für mich aber sehr convenient, weil ich die Supportanfragen meistens morgens im Bus oder nachmittags von der Arbeit nach Hause beantworte. Und da ist das halt sehr angenehm. Hier ist mal so ein Support-Beispiel. Hier ist links das Objekt, rechts das, was gescannt wurde oder was rausgekommen ist. Jemand eine Idee, was da passiert sein könnte? Also man sieht, die Ente ist zweimal da. Die Folien sind leider ein bisschen klein. Ich habe es im 4:3-Format gemacht, es tut mir leid. Also ich erkläre es mal, die Ente ist, hat zwei Köpfe und ist zweimal da und guckt genau in verschiedene Richtungen. Also was hier passiert ist, wir hatten eine Zeit lang, haben wir aus Versehen 400 Schritte Motoren ausgeliefert statt 200 Schritt und der hat einfach Doppelscan gemacht und die Lösung des Problems war ganz einfach. Wir haben in der Konfiguration des Scanners einfach die Anzahl der Schritte verändert und damit war das Problem behoben. Anderes Beispiel ist hier noch das Objekt. Weiß jemand, was da passiert sein könnte? Ich sag direkt, das ist nicht das Glas im Hintergrund gescannt worden. Auch wenn es so aussehen mag. Ja, ist auch so ein typischer Fehler gewesen. Man sieht es hier. Links das, was passiert ist, in der Mitte, was der Fehler ist und rechts, wie es sein sollte, was einfach der ganz einfache Fehler war, der Laser war verdreht. Man muss sich vorstellen, der Laser projiziert eine Linie und wenn die Linie halt im Bild irgendwo nicht mehr sichtbar ist oder schräg ist, dann ist das Objekt, könnte man sich vorstellen, jetzt in dem Kegel in der Mitte von diesem Scan und halt komplett am Objekt vorbei erfasst. Also hat eigentlich nur Wand und Gerät erfasst. Lösung war ganz einfach, Laser gerade ausrichten, wie die rote Linie hier ist. Die blaue Linie ist der erkannte Laser, die rote Linie ist die, wie sie soll sein und somit war das Problem auch relativ schnell gelöst. Ja, jetzt hat man diese ganzen Möglichkeiten, was soll da noch passieren? Ne? Also eigentlich ist man ja super abgesichert. Ja, wie das so kommt, es gibt immer Fälle, die man nicht auf dem Schirm hat. Meistens, wo man nicht dran denkt, ich hatte mal einen Fall, erzähle das immer gerne in München, da waren wir auf einer Messe oder ich habe da auf einer Messe ausgestellt und habe Workshops gemacht, damals gesponsert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und wir haben halt Scanner gebaut und haben am Ende, man sieht es hier auf dem Foto, keinen einzigen Scanner am Laufen gehabt, alle standen schön auf dem Türmchen, ich war schön am Fehler suchen und am Ende war es eine Firmware, die verkorkst war, die mir den Bootloader überschrieben hat von dem Arduino und damit war ich schon raus, konnte an dem Tag nichts mehr machen. Ich hatte kein Werkzeug dabei, um das zu fixen. Und bin dann hingegangen und habe gesagt, na gut, dann müssen wir da halt jetzt eine Lösung finden und schick mir die Dinger und die Boards und ich mache das zu Hause. Das ging halt ganz gut. Daraus habe ich gelernt, Regel Nummer 1, keine Releases vor großen Events, wo man halt dann nachher nicht mehr weiß, was passieren könnte, weil man die Fehler nicht absehen kann. Keine langen Release-Zyklen, weil die Leute werden dann ungeduldig. Ne? Die sagen halt, ah oh, ja, aber jetzt kann man sich vorstellen, das ist gar nicht so einfach manchmal. Wenn man diesen Oktober-Zyklus gesehen hat, wo dann lange Zeit nichts passiert ist, dann kann man nicht direkt im November ein neues Release bringen, weil halt einfach nichts da ist. Ne? Bauteiländerungen möglichst vermeiden, das heißt, oder halt vorsehen, ne? Dass dann halt sowas nicht passiert, dass man dann irgendwie plötzlich andere Schrittmotoren mitliefert in den Kits als eigentlich vorher. Ja, alte Hardware im Keller aufbewahren. Ich habe zu Hause, ich weiß nicht, 5 Fab-Scans aus verschiedenen Generationen stehen, damit ich halt da noch nachgucken kann, wenn was kommt. Ich ermutige die Leute eigentlich immer, dass sie versuchen, das
zu aktualisieren. Ja, Hardware-Software möglichst abwärtskompatibel halten sollte mit dem Schritt davor einhergehen und kritische Punkte sollten in die FAQ und in die Doku mit rein, ne, damit man halt genau diese Sachen bekommt. Dann bin ich jetzt auch schon fast am Ende meines Vortrags. Hier sind nochmal die Informationen zum Gerät selber oder zu dem Projekt. Der GitHub-Account, wenn sich jemand für den Code oder für die Projekte interessiert. Man muss dazu sagen, die sind halt alle aufgesplittet in 5 Repositories. Das liegt nicht in einem, weil halt verschiedene, wie ich Ihnen erklärt habe, auch verschiedene Teile der Software sind. Das heißt, wir haben einmal das Backend als Serveranwendung, wir haben die Firmware als Repository, wir haben das Gehäuse als Hardware-Repository, wir haben das Pi-Hat als Repository, wir haben das Frontend als Repository und das Build-Skript für Raspbian. Also wenn jemand wissen will, wie man sich ein Custom Raspbian baut, aus irgendeinem Grund, der kann sich da auch gerne den Code ausleihen und das fürs eigene Projekt verwenden. Also gut, dann bin ich eigentlich durch. Ich mag es halt sehr gerne, ein bisschen länger Q&A zu machen. Und wenn jemand jetzt Fragen habt, könnt ihr jetzt fragen. Ihr könnt mich auch gerne Sachen fragen, die jetzt nicht unbedingt mit dem Vortrag zusammenhängen. Und wenn es zu viele Fragen werden, dann können wir das gleich gerne auch am Stand oben in der Kapelle machen. Ja, dann mal gerne los hier. Ja, bitte. Okay, ich wiederhole die Frage nochmal für die Online-Leute. Die Frage war, wie lange dauert ein Scan mit dem aktuellen Modell? Das hängt natürlich davon ab, wie hoch du die Auflösung wählst. Im Schnitt, sage ich mal, in der mittleren Auflösung zwischen 6 und 12 Minuten. Wenn du eine hohe Auflösung wählst, schon mal gerne auch 30 Minuten oder 35 Minuten. Hängt davon ab, wie viele Schritte der Schrittmotor macht. In der momentanen Version machen wir maximal 3200 Schritte und da kann es dann halt schon mal bis eine halbe Stunde dauern. Weitere Fragen? Wie weit ist das Gerät in der Größe änderbar? Okay, die Frage war, wie weit ist das Gerät in der Größe änderbar? Eigentlich sage ich immer, das Gerät, wie es jetzt ist, ist so die Einstiegsdroge. Man hat halt ein definiertes Format und eine Kiste, die halt einfach zusammenzubauen ist. Wenn man aber möchte, könnte man das theoretisch auch doppelt so groß bauen oder dreimal so groß, weil das Gerät kalibriert sich selber. Das ist ein Autokalibrierungsmechanismus. Da stellt man so ein Schachbrett vorne rein und dann misst das Gerät sich selber ein. Ich muss wohl dazu sagen, ab einem gewissen Grad macht es halt keinen Sinn mehr, mit den bisher verwendeten Komponenten dann größer zu gehen, weil irgendwann halt auch Kamera muss ja den Laser irgendwo erkennen, macht dann vielleicht auch ein Laserscan-Verfahren mit dem Gerät keinen Sinn mehr. Dann würde ich dann vielleicht auf ein anderes Scan-Verfahren sogar wechseln. Wahrscheinlich geht es um große Objekte. Dann bei der Frage, ja. Okay, weitere Fragen? Keine? Oh, okay, vielleicht erzähle ich noch ein bisschen was. Meistens wird auch gefragt, wie welche Objekte oder was kann man damit irgendwas aus Metall scannen oder irgendwelche transparenten Sachen. Da sage ich dann meistens bedingt. Also es ist halt immer bei bildgebenden Verfahren beim 3D-Scan das Problem, dass man mit Reflexionen oder Transparenzen zu kämpfen hat. Beim transparenten Objekt fällt halt der Laser durch. Bei einem metallischen Objekt kriegt man eine Reflexion und das stört halt dann auch die Erkennung der Laserlinie. Da kann man sich aber leicht behelfen. Manche Leute verkaufen es als 3D-Scan-Spray für 30 Euro die Dose. Ich kaufe es im Spielwarenladen für 3 Euro die Dose. Das heißt, da dann Sprühkreide, wo die Kinder auf die Straße sprühen. Damit kann man die Objekte mattieren und dann kann man quasi auch diese Problemfälle bedingt ausmerzen. Ja. Generell gilt aber, wie bei allen 3D-Scan-Verfahren, das Laserscan-Verfahren ist nicht für alles geeignet. Man sollte dann auch mal gucken, welche anderen Verfahren es gibt. Da würde ich dann nochmal auf das Buch jetzt quasi verweisen, was nächstes Jahr im D-Punkt-Verlag erscheint. Ich glaube, die Zeit ist um. Wir können das sonst gleich machen. Oder? Da geht noch eine Frage. Kurz. Okay, dann machen wir die eine Frage noch jetzt. Ja, also die Frage ist, warum ist in dem Gerät nur ein Laser verbaut, auf den ganzen Videos im Netz und überall sichtbar und draußen am Stand sind 2 Laser verbaut, hat 2 Gründe. Der erste Grund ist, weil der Laser in der Software noch nicht supported wird. Der zweite Grund ist, wir liefern das Kit noch nicht mit 2 Lasern aus, weil sonst gefragt wird, wann ist der Support da, also wann ist das Feature da. Ich kann aber sagen, dass ich dran arbeite und vor Weihnachten dieses Jahr planischen oder um Weihnachten rum Neujahr planischen Release, wo der zweite Laser unterstützt wird. Es kommt im Kit auch schon der Halter mit, nur das Lasermodul ist noch nicht dabei. Okay, falls noch weitere Fragen sind, da oben auf der Bühne ist der Stand und da könnt ihr gerne vorbeikommen. Ich bin
sehr gerne bereit, da noch weitere Fragen zu beantworten.